Jean-Claude Rousseau, Franzose, 26 Jahre alt, Besitzer eines Nightclubs und einer Boutique, seit kurzem mit Ambitionen zum Showgeschäft. Titel seines ersten und zugleich erfolgreichen Hits: Ich bin ein Mann. Mann, 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 Mann. Jedes Jahr zur gleichen Zeit eilt ich jetzt nicht mehr auf. Mein Koffer steht bereit und ich fahr dem Morgen zu. Ich muss hinaus, die Sommerluft ist wie ein sachter Kuss. Mein Ziel ist weit, so weit und ich finde nirgends Ruhe. Wer hat mich lieb? Wo ist das Mädchen, das mich mag? Ein Leben lang, nicht nur für einen Tag. Ich bin ein Mann, der nirgends lange bleiben kann. Doch einmal kommt die eine und ich leih mir vom Regenbogen eine kleine Stück und fahr damit hinaus und ich so das große Glück. Ich halt viel mehr singen, tanzen, richtig das Musical. Ich halt sehr viel von das früher Musical, so 1930, diese große Revue mit Boys, mit Girls. Diese große Musik, eine Riesenbühne, das ist mein heimlicher Wunsch. Aber dahinter steckt sehr viel Arbeit und sehr viel Können, ob ich das kann. Meine Fehler ist, dass ich sehr schnell langweilig. Ich bin ein Mensch, ich muss immer kämpfen, um was zu erreichen. Ja, ich kenne mich aus, doch was fällt, ist nicht das Geld. Und wenn ich das erreicht habe, es ist meistens für mich wie gestorben. Das heißt, ich muss wieder was Neues machen. Aber dabei suche ich nicht Erfolg oder berühmt zu werden, sondern es ist eine einige Befriedigung, die viele dann nicht verstehen. Doch einmal kommt die Heide und ich leih mir vom Regenbogen. Sänger und Barbesitzer gehören in diesem Fall zusammen. Der alte Jean-Jacques Rousseau allerdings dürfte sich angesichts der zivilisierten Cleverness seines Namensvetters im Grab umdrehen. Sondern menschlich mehr gesehen. Und ich beobachte ihn, nach 10 Minuten gehe ich, und wenn ich merke, ich sage, guten Abend, Katja, wenn es Katja Hebstein, oder guten Abend, Gilbert Beko, wie geht's Ihnen? Und wenn ich merke, dass die Leute bereit sind zu sprechen, dann unterhalten wir uns. In alle Städten dieser Welt, da bin ich zu Hause. Ja, ich kenne mich aus, doch was fällt, ist nicht das Geld. Monsieur Jean-Claude Rousseau jedenfalls, der mit nur 50 Mark nach Berlin gekommen sein soll, hat es inzwischen zu einem Vermögen gebracht. Wo ist das Mädchen, das mich mag? Ein Leben lang, nicht nur für einen Tag. Ich bin ein Mann, der nirgends lange bleiben kann. Doch einmal kommt die eine bei. La 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 la, bei der ich bleib. La la la. Und jetzt als echter Künstler kann ich mir persönlich versuchen, mich selbst zu finden. Dann bin ich direkt als Schauspieler, so man muss auf eine Bühne, das ist vollkommen andere Gefühl. Jean-Claude Rousseau, Ich bin ein Mann, gehört inzwischen zum Repertoire vieler Diskotheken. Die Schlager der Woche-Fans setzten ihn auf Platz 2, Radio Luxemburg verpflichtete ihn gleich mehrmals. Tourneen durch Brasilien und die Schweiz liegen hinter ihm. Im Winter geht es nach Tokio und Manila. Überraschend auch für ihn die Einladung zum Schlagerfestival für Musik und Chanson in Bukarest. Die Musik zu seiner nächsten Single, die im November herauskommen soll, wird Francis Lee komponieren. Text: Jean-Claude Rousseau. Als echter Franzose übrigens will der Maestro hinfort nur auf der romantischen Welle schwimmen, sagt er.